Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Welche Eigenschaften sollte ein guter Therapeut oder ein guter Coach haben? Ja, aktuell gibt es viele, viele Angebote im Internet da draußen, verschiedene Coaches, verschiedene Therapeuten, verschiedene Heiler. Und in diesem Gespräch mit dem lieben André Göttler wollen wir mal über die Fragestellung sprechen, ja, welche Charaktereigenschaften einen guten Therapeuten, Heiler, Coach ausmachen. Ja, und ohne viel vorweg zu reden, möchte ich dich, lieben André, erstmal eingangs fragen, ja, mit welchen Erwartungen gehst du denn in eine Sitzung, wenn du eine Sitzung buchen würdest? Also erstmal habe ich grundsätzlich gar keine Erwartung an dem Therapeuten selbst, weil ich weiß, wenn ich wohin gehe, kann ich mir meinen Heilraum selbst erschaffen. Damit meine ich, dass ich die innere Bewusstseinshaltung habe, alles, was jetzt an Heilung möglich ist und in meinem Leben passieren darf, das darf jetzt passieren. Und mein Körper hat die Fähigkeit, sich so komplett neu oder der Heilung entsprechend anzuordnen, und zwar instant in dem Moment, wo die Heilung passieren soll. Das ist meine eigene Heilung als Kunde oder als Klient von einem Therapeuten, wenn ich dahin gehen würde, damit die Haltung des Therapeuten, egal welche er hat, für mich in meinem Leben überhaupt gar keine Rolle spielt. Vom Therapeuten erwarte ich dementsprechend gar nichts. Ich bewerte das nicht. Ich weiß aber, dass im Optimalfall der Therapeut die gleiche Haltung hat. Der sagt, jetzt haben wir da ein Gespräch und jetzt gucken wir mal, was passiert. Und mit diesem gucken wir mal, was passiert, erschafft der Therapeut eben den Raum, in dem die Quanten in unserem Körper, also die Quantenheilung, sich komplett neu eben anordnen kann. In dem Moment, wo der Therapeut aber darauf fixiert ist zu sagen, jetzt muss ich dem heilen oder für den finde ich jetzt das bestmöglichste Rezept oder die bestmöglichste Anleitung, dann kommt es sehr stark aus dem Verstand, sehr stark aus dem Ego. Das kann funktionieren, dass dann beim Patienten die Heilung möglich ist, aber dem Patient wird die Heilung aufgestülpt und der Therapeut handelt sozusagen aus seinem Ego, aus seinem Verstand heraus. Was nicht schlecht sein muss, aber in dem Fall den ganzheitlichen Prozess im Sinne von Körper, Geist und Seele verhindert. Wieso ist es so? Aus dem einfachen Grund, der Therapeut heilt sich selbst durch die Gespräche, die er hat. Also grundsätzlich wird man Therapeut oder Heilpraktiker oder Arzt, weil es in einem selbst Bereiche gibt, die nach Heilung suchen. Und umso offener ich das Gespräch oder die Gespräche mit meinen Patienten lasse, umso größer ist der Heilraum dann, wenn ich aus der Bewertung eben rausgehe und sage, das, was passieren darf, darf passieren, jetzt als Therapeut gesprochen, dass Heilung auf beiden Ebenen, also sowohl für den Arzt, Heilpraktiker, Therapeut, als auch für den Kunden, Patienten und so weiter stattfinden darf. Und man merkt es dann ganz deutlich an den Patienten selbst. Auf einmal habe ich, wenn mein Bereich geheilt ist, die Themen der Patienten nicht mehr. Also es ändert sich einfach. Es kommen Patienten mit anderen Problemen oder mit anderen Themen auf mich zu. Und ich habe mir in meiner eigenen Praxis, also ich bin ja kein Therapeut, aber ich mache sehr oft Seelengespräche und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe mir angewöhnt, immer zu sagen, wenn der Kunde einmal mit einem Problem kommt, dann kann es Zufall sein. Kommt nochmal ein anderer mit dem gleichen Problem, dann ist es kein Zufall mehr, dann muss ich hinschauen. Und wenn es das dritte Mal passiert, dann habe ich in meinem Leben noch nicht erkannt, worum es bei meiner eigenen Heilung geht. Und es war bis jetzt immer so, in dem Moment, wo sich seelisch für den anderen und seelisch dann auch gleichzeitig für mich die Themen lösen, verändert sich die Ebene der Patienten, der Heilgespräche und so weiter. Es geht in eine komplett andere Richtung. Sehr interessant, wie du das hier beschreibst. Du sagst also, sowohl Patient als auch Therapeut sollten ohne große Erwartungen an der Sitzung teilnehmen, sodass sie maximal aufnahmefähig für den jeweiligen Gegenüber sind. Und damit stellst du eigentlich
einen gegensätzlichen Standpunkt in den Raum, also einen gegensätzlichen Standpunkt gegenüber der Auffassung, die man in unserer Gesellschaft so allgemein an beispielsweise die Schulmedizin stellt, bei der eine therapeutische Sitzung wie eine Dienstleistung wahrgenommen wird. Man geht als Patient in eine Sitzung mit einer klaren Erwartungshaltung der Heilung oder einer klaren Erwartungshaltung an das, mit dem ich dann hinterher aus der Sitzung herausgehe. Ja, also eine völlig andere Haltung von Seiten des Patienten, aber auch eine völlig andere Haltung von Seiten des Therapeuten bzw. des Heilers oder Coach. Ja, der ja nach deiner Ansicht eben ja nicht sozusagen einfach nur eine Dienstleistung verkauft, ja, sondern für den es dann selber auch wiederum einen Heilungsprozess darstellt, ja, indem er eben völlig offen an die Sitzung herangeht und völlig offen dem Patienten gegenüber auftritt. Und dazu gehört meines Erachtens auch eine gewisse Größe von Seiten des Therapeuten, sich selbst auch einzugestehen, dass die ganze Sitzung ja auch einen Heilungsprozess für ihn selbst darstellt. Ja, also auch das ist völlig konträr zu der Annahme, die man ja in unserem jetzigen System halt ebenso hat, bei der ja man eine gewisse Autorität von Seiten des Therapeuten bzw. des Coaches erwartet. Ja, dass man sagt, er hat das Wissen und er gibt jetzt ganz klare, konkrete Anweisungen dahingehend, wo es in Zukunft lang geht. Ja, wir sind ja auf einem spirituellen Kanal hier. Und vielleicht können wir uns auch mal wieder bewusst machen, dass unser Inneres unser Äußeres erschafft. Und zwar ausnahmslos. Das ist überhaupt eins der elementarsten Grundgesetze der Erde. Alles, was in unserem Inneren passiert, erleben wir im Außen gleichzeitig. Und zwar 100%. Und wenn wir als Therapeut die Perspektive wählen, dass der kommt, der nach Heilung sucht, ein Aspekt unseres eigenen Inneren ist. Und vielleicht kannst du das jetzt schon fühlen in diesem Video und du gleichzeitig ihm gegenüber dein Herz öffnest, weil er ist ja ein Teil, ein Aspekt deines Inneren, der Patient, der Kunde, der Klient, der jetzt zu dir in die Praxis reinkommt. In dem Moment bist du in der liebevollen Annahme im Herzen. Das heißt, der wichtigste Grundschritt für die Heilung ist passiert. Du akzeptierst erstmal, dass es ein Teil von dir ist. Dadurch wird es integriert. Wenn du dich der Liebe stellst, öffnet sich dein Herz. Das heißt, es kann sich in dem Moment instant transformieren für beide Seiten. Und dann ist es jetzt nur noch wichtig zu beobachten, welchen Handlungsimpuls hast du? Und wenn diese innere Führung in dir als Therapeut stark ist, dann sind tatsächlich auch wieder Wunder in der Praxis oder in den Praxen auch möglich. Es ist nicht leicht dahingehend und es erfordert ein bisschen Mut, weil unser Ego will immer, dass wir es geschafft haben zu heilen, dass wir die richtige Empfehlung geben, dass unsere Praxis so gut ist, dass wir so erfolgreich sind. Wir haben ja so viel gelernt, uns weitergebildet und. Aber das ist eben die Ebene, wo wir uns als Mensch verschließen, wo wir uns im Verstand bewegen und sagen, okay, ich mache Heilung, es funktioniert alles, für den Patienten und für mich. Aber die Erfolge sind immer nur kurz zeitig gekrönt, denn wenn eben 2 Stunden später der nächste Patient mit dem gleichen Problem bei dir in der Praxis ist oder die ganze Woche sich mit dem gleichen Problem durchzieht oder monatelang die gleichen Probleme dir im Außen begegnen, dann ist es eher, da kannst du noch so gut sein, wie du möchtest, aber dann ist es eher aus meiner Sicht, ganzheitlicher Sicht, ein absoluter Misserfolg im eigenen Leben und in dem, was man bei dem Patienten letztendlich auch verursacht. Ja, und es macht ja auch absolut Sinn, denn wenn ich jetzt als Therapeut oder Coach mit der Einstellung in eine Sitzung gehe, dass mein Patient bzw. mein Klient ein
Thema widerspiegelt, was letzten Endes auch in mir selber vorhanden ist und ich das auch wirklich zulassen kann, dann versetze ich mich ja auch selber in eine Ebene oder auf eine Ebene, bei der ich den Patienten bzw. den Klienten viel besser dort abholen kann, wo er selber auch steht. Vielleicht mal ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich nicht Impulsgeber, sondern selbst ja, Klient gewesen bin und auch dringend Heilung gesucht habe. Denn mir ging es richtig, richtig schlecht. Das war erst letztes Jahr gewesen, im November. Da hat mich das erwischt, was ich geglaubt habe, was mich nie im Leben erwischen wird, tatsächlich Corona. Und für mich war das total faszinierend. Weil in der Phase, wo es mir richtig schlecht ging, also es war sehr, sehr schlimm, 5 Wochen lang am Stück, konnte ich sehen, diesen ganzheitlichen, göttlichen Aspekt, der Krankheit selbst. Und ich habe dann, weil es überhaupt nicht besser wurde, habe ich in diesem Prozess Rat gesucht bei einer sehr, sehr guten Homöopathin, bei der Eva. Und die hat eins richtig gemacht. Die hat sich mit mir hingesetzt und hat gesagt: André, jetzt schreib mal den Krankheitsverlauf auf und den Moment, wo du glaubst, dass es entstanden ist. Und mich hat es ja im November zerlegt und die hat mir so gute Fragen gestellt, dass wir draufgekommen sind, dass ich eigentlich schon Ende August eine kleine Erkältung hatte und dass sich diese Erkältung verschleppt habe. Und durch die Fragen, die sie mir gestellt hatte, wann das losgegangen ist, und so weiter, konnte ich reflektieren, dass es damit begonnen hat, dass wir hatten einen wunderschönen Urlaub und ich rufe auf dem Heimweg meine Mutter an und wollte fragen, ob ja alles in Ordnung ist, ob es der Familie gut geht und so weiter. Und meine Mutter sagte mir, da wo ihr schon im Urlaub wart, da waren wir mal mit dir als kleines Kind, aber du warst einfach zu laut und zu unbequem, haben wir dich nach Hause zur Großmutter gebracht und sind wieder in den Urlaub gefahren. Und in diesem Moment sah ich das innere Bild, wie das alles passiert ist und wie ich als Kind weggebracht wurde und wie schlimm mich das alles verletzt hatte. Also erst in der Reflexion durch die Homöopathin, das war mir nicht bewusst. In dem Moment hat mich meine Mutter getroffen, hat mich verletzt, wo sie das am Telefon gesagt hat. Aber ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich wollte in diesem positiven, in dieser positiven Erinnerung an den Urlaub bleiben und einfach die Heimfahrt genießen und habe das sozusagen verdrängt. Und ich habe dann 2 Monate ganz normal weitergelebt, Sport gemacht, viel gearbeitet und, bis ich dann eben im November den Zusammenbruch hatte und so schlimm erkältet war wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und durch die Frage der Homöopathin konnte ich tatsächlich draufkommen, dass dieses ursprüngliche Ereignis letztendlich die Krankheit ausgelöst hat und damit durch Corona ein ganz tiefes Kindheitstraumata, ein ganz tiefgehend für mich schwieriges Ereignis und eigentlich eine Ereigniskette bis zum heutigen Tag sich endlich loslösen konnte in meinem Leben. Und das ist eben so spannend. In dem Moment, wo wir sagen, alles, was an Heilung passieren darf, darf passieren, können wir die jetzige Bewusstseinsebene verlassen und eine neue Ebene erreichen. Und wenn der Therapeut in seinem Bewusstsein es trägt, dass eben er erstmal alles, was an Heilung möglich ist, öffnet für uns durch die innere Haltung, das reicht schon, und vielleicht noch durch das bewusste Stellen von Fragen, dann ist der Heilprozess natürlich umso schneller im eigenen Leben, der dann vonstatten geht. Und dann haben wir auch wieder diese Wunder, die wir dann vom Leben auch erwarten können, greifbar in unserem Leben. Und natürlich, selbstverständlich habe ich meinen Körper unterstützt, schnellstmöglichst auch die Transformation zu machen und habe die Empfehlungen der Homöopathin genommen. Aber das hat mir wieder gezeigt, wie wichtig es ist, diesen ganzheitlichen Bewusstseinsprozess im Bereich Heilung tatsächlich zuzulassen und wie wichtig es ist, dass der Therapeut erstmal eine unvoreingenommene Perspektive dem Patienten gegenüber hat und umso freier er den Raum für die Heilung lässt, umso mehr Heilung darf auf beiden Ebenen für beide dann tatsächlich auch passieren. Ja, bei mir entsteht jetzt gerade so das Bild, ne? Also, dass der Therapeut
so in der Lage sein sollte, so einen Raum zu schaffen, ja, also einen Raum zu geben, also in einen Raum der Öffnung, in der ja klar kommuniziert werden kann, in der offen über alle Dinge gesprochen werden kann, ja, also er muss einen Raum schaffen können, den Raum halten können und dann halt eben durch gezielte Fragen halt eben Impulse setzen, die ja dazu anregen, in seinem Inneren dann halt eben ja der Wahrheit dann ein Stück näher zu kommen. Ja, absolut. Im Grundsatz findet man das, was du beschreibst, aus meiner Sicht ganz treffend in der Quantenheilung, in der Zwei-Punkt-Methode. Ich habe mir ich glaube, Richard Bandler heißt er, ich bin mir jetzt nicht sicher vom Namen, das müsste ich nochmal ganz genau recherchieren, habe ich ein Buch über Matrix und Quantenheilung in die Hände bekommen. Und ich habe verstanden, also er beschreibt, dass er so erfolgreich in seiner Praxis gearbeitet hat. Und dass viele Therapeuten es nicht lernen konnten, genauso heilend wie er tätig zu werden. Und dann ist er draufgekommen, dass die Therapeuten, die jetzt energetisch heilen wollten, die haben immer die Absicht gehabt, sie wollen den anderen heilen, aber er hat sich immer frei von Absicht gemacht. Er hat immer gesagt, das sind die zwei Punkte. Und wie die miteinander kollabieren oder wann die miteinander das Schwingen anfangen, wie die Heilung möglich ist, ob Heilung möglich ist, das ist nicht seine Aufgabe. Das ist die Aufgabe Gottes oder die Aufgabe des Universums. Und in dem Moment bist du in einem völlig freien Raum. Also, weil die Patienten selbst oder die Kunden, die Klienten selbst, die haben ja oft nicht das Bewusstsein und sagen, ja, jetzt schaffe ich mir mal einen Raum, in dem Heilung komplett möglich ist. Nein, das ist im Optimalfall natürlich die Verantwortung des Therapeuten oder Arztes zu sagen, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, dann ist ein Raum da, in dem Heilung und Wunder tatsächlich wieder möglich werden. Und in dem Moment können die Quantenverschränkungen sich tatsächlich in einem Körper, in einem Energiefeld komplett neu anordnen. Und eben in dem Moment auch, wo wir das sagen, sind wir aus unserer eigenen Bewertung draußen als Therapeut. Und der Raum im Herz öffnet sich automatisch, weil du kommst aus der Bewertung raus und du kommst endlich in diese transformativen Prozesse hinein. Und das ist eben die Verantwortung von jedem Coach, Therapeuten, Arzt, Heilpraktiker, wo ich mir wünschen würde, dass er das wieder leben würde, weil wir dadurch ganz viele Menschen wieder die Heilung in ihrem eigenen Herzen letztendlich ermöglichen können. Ja, also da offenbaren sich eigentlich mehrere Ebenen, so wie du das jetzt gerade beschreibst. So, also gerade was die energetische Heilung eben angeht, ist es ja auch erstmal wichtig, dass überhaupt so eine energetische Offenheit bei dem Patienten überhaupt vorhanden ist. Ja, also eine Offenheit für bestimmte Dinge. Wenn jetzt der Heiler oder der Therapeut halt mit dieser Absicht kommt, ich muss dich jetzt heilen, ja, also dann drücke ich meinem Gegenüber sozusagen meine Expertise in Anführungszeichen auf, ja, also es gibt da Leute, die reden dann erstmal ganz viel von ihrem Hintergrundwissen, von ihrem Fachwissen und fluten sozusagen den Raum erstmal schon mal, ja, mit Informationen, also mit rationalen, mit rationalem Hintergrundwissen, ja, und das kann schnell dazu führen, dass das Gegenüber dann halt irgendwo in eine Richtung gedrückt wird, ja, also dass was Bestimmtes halt aufgedrückt wird und eben halt nicht diese Offenheit von sich aus versteht, sich halt diesem Heilungsprozess gegenüber zu öffnen. Ja, also dass man dann eben nicht offenen Herzens in diesen Heilungsprozess geht, sondern sich halt eben ja direkt in eine bestimmte Richtung gelenkt fühlt. Ja, also es muss da halt diese energetische Frequenzübereinstimmung halt eben stattfinden. Ja, und auch Genau. noch weiter formuliert würde ich sagen, wir haben ja unseren Körper, damit wir Erfahrungen machen können als Mensch. Ohne unseren Körper keine Erfahrung oder beziehungsweise keine emotionale Verarbeitung von Ereignissen und auch kein Bewusstsein über mögliche energetische Blockaden und vieles mehr. Zumindest bei den meisten Menschen ist es so. Und in dem Moment, wo ich jetzt in eine Praxis gehe und ich möchte Heilung, und dahinter steht ein seelisches Thema, zum Beispiel, ich bin zutiefst verletzt, weil mich mein eigener Vater nicht mal auf seinen Schoß genommen hat und mir gesagt hat, was für ein wundervolles Mädchen oder was für ein wundervoller Junge ich eigentlich bin. Und diese Verletzung macht sich im Alltag dahingehend bemerkbar,
dass mir oft in der Lunge die Luft zum Atmen fehlt, dass ich oft so das Gefühl habe, meine Arbeit ist zum Beispiel nichts wert, ich komme nicht gut im Leben bei anderen Menschen, bei meinem Chef an oder ich weiß nicht, was ich mit mir beruflich anfangen soll, was auch immer dann dahinter steht. Und es hat mich krank gemacht. Und der Therapeut kommt jetzt einfach und macht so sinnwörtlich seinen Verband und schreibt da drauf und jetzt ist wieder Heilung da und klebt mir das auf die Lunge. Zum Beispiel drauf oder egal wo aufs Organ, indem dass er sagt, so, den verschreibe ich jetzt dies, das und jenes und das hilft denen auf jeden Fall, dann hat das aber nicht, bei weitem nicht zum seelischen Heilprozess dazu beigetragen. Dem geht es vielleicht erstmal besser oder derjenigen, die die Heilung gesucht hat, aber letztendlich das Bewusstsein über das emotionale Thema, über das seelische Thema, das im Körper erfahren und jetzt verarbeiten werden wollte, hat sich beim Patienten, Klienten natürlich nicht öffnen können. Und das heißt nicht, dass jeder Heiler, Therapeut, Heilpraktiker und so weiter seine Tätigkeit ändern muss oder energetisch jetzt werden muss. Überhaupt nicht. Sondern allein, wenn er in seinen Gedanken behält, das, was an Heilung heute möglich ist, darf passieren. Und wenn er optimalerweise noch es schafft, sein Herz so weit zu öffnen, dass er sagt, und du, der du heute in die Praxis zu mir kommst, ist ein Aspekt von mir selbst, Teil meines eigenen Lebens, weil innen gleich außen, dann öffnet sich das Herz. Und durch die Herzöffnung des Therapeuten geht automatisch es nur so, dass beim Patienten auch das Herz offen ist, weil das Energiesystem vom Patienten dockt ja an das Energiesystem von dem Heilenden an. Und das dockt immer in der Schwingung natürlich an, in der ich selbst in meiner Praxis bin. Und in dem Moment, wo ich es schaffe, diesen Herzensaspekt zu leben, dann öffnet sich auf beide Seiten das Herz. Das muss aber der Patient im bewussten Prozess, so wie ich das jetzt erklärt habe, wie dann die tiefen Ursachen der Krankheitsprobleme sein können aus der Kindheit und so weiter, das muss der gar nicht wissen. Wichtig ist, dass der Funke des Herzens es geschafft hat, sich in beiden, im Patient und im Kunden wieder neu anzuordnen und diesen Heilprozess, dieses Heilfeuer letztendlich zu entfachen. Darum geht es doch letztendlich, dass der Patient sagt, vielleicht, ich weiß gar nicht warum, aber mir geht's gut, das Problem ist weg. Und fürs Ego, für den Verstand von dem Patient halt, gibt man ihm noch irgendwas, was weiß ich, verschreibt man ihm noch was oder gibt ihm eine Übung an die Hand. Aber die Heilung ist ja eigentlich schon passiert und vollzogen. Und der Glaube daran, der wird natürlich eben durch das, was ich dem Patienten mitgebe, nochmal deutlich gestärkt. Wenn aber beide im gleichen Bewusstsein wären, wäre es noch nicht mal mehr notwendig. Genau. Es ist ja auch oft so, dass das Bewusstsein dann oft noch, also beim Patienten dann noch eine Weile braucht, bis es sozusagen nachzieht. Ja, also oft ist der Impuls und die Heilung hat schon stattgefunden, ja, oder der Impuls ist gesetzt worden, aber das Bewusstsein, was jetzt tatsächlich dann zu der Heilung geführt hat, das kommt dann manchmal erst, ja, in manchen Fällen sogar erst nach Jahren oder so, ne? Also manchmal hat man ja auch so Erlebnisse, dass man in einer bestimmten Lebenssituation ist und einem werden bestimmte Dinge über sich selber bewusst. Und dann erinnert man sich an die Worte des Opas oder so, die er einem als Kind mal gesagt hat, ja. Und diese Dinge haben die ganze Zeit in einem gearbeitet. Und irgendwann kommt dann aber erst das Bewusstsein, irgendwann zieht das Bewusstsein dann erst nach, obwohl diese Prozesse die ganze Zeit schon gewirkt haben. Und das ist was, ja, was sowohl, ich glaube, im therapeutischen Bereich als auch im Coaching-Bereich ganz oft der Fall ist. Also, dass man auch manchmal aus einer Sitzung rausgeht und denkt, hat das jetzt eigentlich was gebracht? Im Prinzip haben wir ja nur geredet. Und dann erst Wochen oder Monate später kommt dann erst so dieses Verständnis, ah ja, da wurde tatsächlich dieser Impuls gesetzt, der letzten Endes dazu geführt hat, dass sich mein Leben in die eine oder andere Richtung dann halt eben neu ausgerichtet hat. Ja, und manchmal sind auch Veränderungen im Leben notwendig, was zum Beispiel viele Menschen gar nicht beachten ist. Damit der Körper heilen kann, müssen wir ihm auch die Möglichkeit wieder dazu geben. Ich hatte zum Beispiel den Fall bei mir selbst, bei Seelengesprächen, die ich geführt habe. Da kam eine Frau zu mir und die konnte nachts einfach nicht gut schlafen, hatte Schlafprobleme gehabt. Und während sie so spricht, sehe ich sofort, dass eine sehr große emotionale Verletzung mit ihrem Sohn passiert ist. Also, dass sie da sehr, sehr verletzt ist.
Und dass aber der Sohn im Grunde genommen nur eine Verletzung aufzeigt, ihr jetzt in der jetzigen Lebensphase, die eigentlich tatsächlich durch den Vater schon in der Kindheit verursacht wurde und ihrem Leben dann halt auch, es gibt nichts Schlechtes, es gibt auch was Gutes, auch eine bestimmte Richtung gegeben hatte. Also das heißt, in der Verarbeitung der Emotion des Vaters gegenüber kann man dann auch die positive Richtung im Leben erkennen, annehmen und dann ist dieses Yin-Yang, also dieses Komplettsein wieder in uns passiert und diese Heilung passiert. Aber die Frau konnte nicht in diesen emotionalen Verarbeitungsprozess hineinfinden und besser schlafen, aus folgendem Grund. Sie hat Omega-3 genommen. Und zwar Omega-3, ein extrem gutes, wo sie nachweislich die Entzündungswerte im Körper, die waren hoch, die hat sie damit nach unten gefahren, die Entzündungswerte in ihrem Körper. So, jetzt geht es dir natürlich besser, deine Entzündungswerte sind unten, aber wir müssten uns ja eigentlich die Frage stellen, warum waren die hoch? Wieso sind die hoch gewesen? Und in dem Moment war klar, sie hatte einfach einen entzündlichen Prozess, wo Traurigkeit sich schon längst in Wut und also gegen den Vater und die Wut gegen den Vater in Wut gegen sich selbst gewandelt hatte. Natürlich ist es gut, du nimmst Omega-3, es hilft deinem Gehirn, es hilft, dass dein Körper niedrigere Entzündungswerte hat, aber die Seele kam nicht in den Heilprozess, weil die Entzündungswerte wurden niedrig gehalten und die Wut und die Traurigkeit, das emotionale Drama dahinter konnte sich im Körper einfach nicht lösen. Es ging nicht. Und ich habe sie dann halt gefragt, sage ich, ob es ärztlich verordnet ist, das Omega-3, oder ob sie selber sich dafür entschieden hat. Sie sagt, ach André, seit einiger Zeit habe ich eh schon einen Widerwillen gegen das Omega-3. Sag ich, ja klar, weil du spürst, dass es im Inneren einfach nicht richtig ist, das jetzt weiterzunehmen. Sag ich, lass es weg die nächsten 2 Wochen und du wirst sehen, der Schlaf wird besser, alles kommt wieder ins Gleichgewicht, weil seelisch haben wir heute alles miteinander gelöst, was zu lösen war. Du hast alles erkannt, was hinter diesem Thema steht und jetzt muss der Körper nachziehen. Und das sind oft so Prozesse, wo wir dann sagen, ja, wir haben ein tolles Gespräch gehabt oder ja, wir haben uns helfen lassen, aber es klappt noch nicht, weil eben bestimmte Faktoren auch noch diesen ganzheitlichen Transformationsprozess verhindern. Wie jetzt Genau. in dem Fall, auf was man selber nicht kommt, Omega-3. Obwohl es gut ist, theoretisch für uns, je nachdem, wann man es halt einsetzt, ist es gut und je nachdem, wann dann halt auch nicht. Aber so ist es ja. Genau. Ja, da sind wir ja im Prinzip wieder bei dem Thema, was wir ja eigentlich auch schon in mehreren Videos immer mal behandelt haben, ja. Also, dass unsere körperliche Ausdrucksform letzten Endes ja ein Abbild einer energetischen, geistigen Grundlage ist, die durch unsere Seele repräsentiert wird. Und wenn wir jetzt immer nur am Körper rumdoktoren, also mit verschiedenen, ja, Substanzen, Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, dann können wir zwar sozusagen die Fassade neu streichen. Ja, wie wenn man einen fauligen Gartenzaun mit einem frischen Lack eben anstreicht, aber die eigentliche Substanz dahinter ist halt eben noch nicht geheilt. Ja, also die seelischen Beschwerden sind eben noch nicht geheilt, wenn wir halt zu diesen Ergänzungsmitteln greifen. Ja, damit will ich auch nicht sagen an dieser Stelle, dass alle Ergänzungsmittel immer schlecht sein müssen. Also, das haben wir ja auch schon in verschiedenen Videos behandelt. Also, sie können durchaus eingesetzt werden, um bestimmte geistige Entwicklungsprozesse zu unterstützen bzw. zu beschleunigen, aber man sollte sich halt nicht rein auf diese Ergänzungsmittel verlassen. Genau so ist es. Und das haben wir schon, wie du schon sagst, in einigen Videos diskutiert, sich da wieder bewusst zu werden, dass die Seele den Kontakt zum Körper braucht und dass eben vieles tatsächlich heute, auch wenn es als gut angepriesen wird, den Kontakt zum Körper verhindert. Auch Frequenzgeräte, bestimmte Therapiegeräte, bestimmte Elektrosmog-Harmonisierungsgeräte und vieles mehr. Und da ist es eben wichtig, dass man da vielleicht auch mal eine Phase lang Abstand hält davon oder dass man die richtigen Dinge wählt, die wirklich dieses Bewusstsein freimachen. Und das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder schon, der mich kennt. Da stehe ich selbst halt komplett dahinter. Deswegen haben wir auch Pulsing Earth gegründet, um eben Sachen zu finden, die den Menschen mehr Natürlichkeit ins Leben spiegeln. Also wo er wirklich weg von diesen äußeren Umwelteinflüssen und so weiter kommen darf, um sich selbst besser zu entdecken, aber gleichzeitig halt
frei von Manipulation ist, sodass die Zellen im Körper wieder selbst entscheiden können, in welche Richtung darf es denn heute gehen, beziehungsweise sich demnach entscheiden können, wie unsere geistige Ausrichtung ist. Und das ist ebenso wichtig, wenn es wenn es um Bewusstseinsebenen gehen darf. Genau, ja, sehr schön. Ja, ich denke, dann haben wir eigentlich einen ganz schönen Überblick über das Thema. Ja, was sind wichtige Eigenschaften eines Therapeuten gegeben? Ja, also vor allem halt den Raum zu schaffen, vor allem bestimmte Impulse geben zu können, die den eigenen Entwicklungsprozess halt eben unterstützen. Weniger einen mit Fachwissen zuschwemmen, weniger einen mit Empfehlungen von bestimmten Substanzen zu konfrontieren, ja, sondern halt eben diesen Raum zu schaffen, in dem die Heilung stattfinden kann. Ja, würdest du sagen, dass wir noch einen entscheidenden Aspekt in diesem Gespräch vernachlässigt haben? Also was, so wie wir das gerade schon beim Thema Omega-3 erörtert haben, ganz wichtig wäre es, dass man natürlich, damit Heilung wieder auf der körperlichen Ebene auch stattfinden kann, sich erstmal entzieht von Dingen, die direkt auf den Körper Einfluss nehmen. Denn unsere Zellen können im Körper immer unterscheiden, ob sie sich auf Schutz polen, was auch für uns gut ist als Mensch, oder ob sie sich auf Wachstum hin ausrichten. Die meisten Sachen allerdings, insbesondere in der alternativen Szene, die wollen unseren Körper immer Wachstum, 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 Wachstumsimpulse vermitteln. Und wenn wir dann Frequenzgeräte, Frequenzsender benutzen, die auf diesen Wachstumsimpuls ausgerichtet sind, dann verhindern wir oftmals auch den Rückzug, den Schutz, die Schutzmöglichkeit zurück in die Geborgenheit unseres Körpers, unserer Seele, in dem dann auch wieder Heilung stattfinden könnte. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie Heilung tatsächlich im Körper passiert. Und deswegen ist es so wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dass man manchmal auch von guten Dingen eine Auszeit braucht oder sich dann damit zu beschäftigen, jetzt zum Beispiel beim Thema Elektrosmog, wo gibt es freie Lösungen? Also Lösungen, die uns nur Optionen im Geben leben, also unseren Körper oder unser Bewusstsein in die eine oder in die andere Richtung auszurichten, damit wir eben diesen inneren Heilprozess tatsächlich auch bestmöglichst unterstützen können. Da findet ihr aber mehr dazu unterhalb vom Video in der Videobeschreibung. Und ansonsten freuen wir uns, glaube ich, Lukas, wenn wir einen Daumen hoch kriegen fürs Video, falls euch das Video gefallen hat. Und gerne abonniert den Kanal oder wenn ihr das schon habt, drückt die Glocke, damit ihr immer die neuesten Videos bekommt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jedes Kommentar, über jede Frage unterhalb vom Video und versuchen wir auch möglichst diese Fragen persönlich zu beantworten, damit da auch zu dem Inhalt von heute gerne auch eine Diskussion entsteht. Alles Liebe an euch. Alles Liebe!